Hallo und willkommen zurück zu Conan Exiles. Ja, in der letzten Folge hatte ich ja das 10. Level erreicht und mir den Ofen und die Werkbank eines Schmieds freigeschaltet. Da wollte ich ja erstmal den Ofen bauen. Dann können wir auch die Werkbank des Schmieds später bauen. Dazu brauchen wir Eisenbarren. Und vielleicht können wir diese ja mit dem Ofen brennen. Deswegen werde ich mich jetzt erstmal zurückbegeben. Schnellstmöglich. Ich würde sagen, den werde ich dann auch da hinten hinbauen. Also nicht irgendwie eine neue Basis aufbauen. Wobei, das könnte ich eigentlich auch, aber... Guck mal, ich kann den ja vielleicht auch nochmal neu bauen. Das ist ja jetzt... Vielleicht kriegen wir da später ja ein paar mehr Steine. Wir haben ja nämlich auch die neuen Spitzhacken freigeschaltet. So. Oder soll ich eine Basis weiter vorne bauen? Könnte ich eigentlich... Ja, warum eigentlich nicht? Dann werde ich... Hier habe ich doch schon 400 Steine. Dann könnte ich nämlich die ganzen Sachen hier... So verbrauchen, zum Beispiel den Ofen bauen und sowas, dass das nicht ganz so schwer sein sollte. Und das dann mitnehmen, um umzuziehen. Ich wusste doch, dass der das wieder ist, der altbekannte. Da muss ich dann aber auch überlegen, wo ich die Basis hinbaue, weil hier kommt ja immer wieder dieser Troll da, der uns immer wieder aufs Neue angreift. Und wenn da jetzt diese stärkeren Gegner sind, ganz oft, dann werden die uns ja auch immer wieder angreifen. Dann haben wir ziemlich oft ein Problem, deswegen muss man da mal gucken. Den kann ich ablegen. Den lege ich auch ab, den brauche ich ja nicht. Das war ja ein Flop. Das hier esse ich. Hatte ich hier reingetan, die hatte ich hier reingetan, so. Dann hier das hier rein. Die tue ich jetzt auch hier rein, die brauche ich nicht. Die stapel ich. Oh, eine dicke Haut, okay. Bestimmt. Vom Nashorn oder. Oder vom Krokodil. Ja, und dann fange ich mal an, Steine zu besorgen. Ja, ich glaube, ich werde dann doch weiter ins Landesinnere ziehen, weil das sind dann schon die Gegner, die mehr XP geben, die ich ja brauchen werde. Wie viel brauchte ich genau? 500? Ich glaube, ja genau, 550 waren es. So. Ein paar mehr. Ich brauche ja noch was zum Reparieren. So, und das reicht. Und dann kann ich den Ofen bauen. So. Ich bin leicht überlastet. So, herstellen. Ah, okay, so lange muss ich auf der Stelle stehen. Oh, nicht nochmal öffnen, sondern hier gucken. Dazu brauchte ich 14. Ich kann die wahrscheinlich nicht mitnehmen, sondern nur auseinandernehmen. Ich könnte ja auch machen, dass ich hier eine Art Außenposten machen werde. Weil ich habe ja hier schon ziemlich viel Haut und sowas, was man später wahrscheinlich für Rüstungen verwenden kann drin. Und jetzt so Kleinigkeiten, die will ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Ich glaube, das waren einfach nur 100.
Deswegen werde ich eine Truhe bauen, eine mitnehmen und ja. Oh. Wie viel hat der? Ah, eins, okay. So, 1 plus 1 hat er. Dann brauche ich noch 3. So, ja, eine Kiste werde ich mitnehmen. Und deswegen stelle ich das gerade her. Ich werde das jetzt so machen. Das hier werde ich so legen. Dann lege ich hier die Sachen rein, die ich mitnehmen werde. So, herstellen. Ich brauche nämlich auch noch das Lagerfeuer. Da ist die Truhe. Und natürlich die Schlafsäcke nicht vergessen. Ich weiß gar nicht, wie sich das verhält, wenn ich jetzt die, die neuen Schlafsäcke, wenn ich mit denen interagiere. Ich hoffe, der akzeptiert das so nicht. Dass ich, oder, wobei, ich kann ja auch den hier jetzt einfach abreißen. Stöcker hatte ich ja gesagt, mache ich Richtwert auf 50. So. Wie viel brauchte ich denn nochmal? Ich habe jetzt 16 gesammelt. 40. Okay, gut. Das heißt, noch ein paar sammeln. Kann ich aber auch auf dem Weg machen. Was brauchte ich denn? Steine, genau. Kann ich das hier schon mal bauen? Das ist alles klein. So, ein bisschen wieder zum Reparieren. Das kennen wir ja schon. Bin ich mal gespannt, ob ich das alles so mitnehmen kann. Da ist das Lagerfeuer. So. So. Ich werde das hier jetzt schon mal da unten reinlegen. Dann kann ich das im Notfall schnell machen. Ich bin jetzt bei 86%. Jetzt bin ich überlastet. Dann werde ich das so machen, dass hier einfach hier rein und das hier sollte dann genau hinkommen. Nee, auch noch nicht. Mehr aufteilen. Nee, immer noch nicht. Ach, was soll's, komm. Oder? Nee. Nee. Das hier. So, und jetzt aufteilen. Kommen die hier rein und dann habe ich 99%. Okay. So, ich habe jetzt, das hier habe ich so. Und dann werde ich auch in der Nähe einer Wasserquelle, kampieren. Dann habe ich auch nicht immer so einen weiten Weg. Ist ein bisschen schade um die Sachen, die da bleiben, aber daraus lässt sich ja dann später einen Außenposten errichten. Ich werde ja jetzt so gehen, dass ich immer wieder zurückfinden kann. Also einfach gerade hier runter gehen werde ich jetzt. Und der ist echt... Der will echt auf mich treffen. Ja. Ich hau dich um. So weit gelaufen, um zu sterben. Da bringt mir ja nichts, das jetzt mitzunehmen. Sonst kann ich mich nicht mehr bewegen. Das ist doch da hinten. Ja, genau. Jetzt einfach mal ins Wasser springen. So, wo baue ich denn Schönes? Nicht, dass wir immer auf die Hyänen treffen. Keine Ausdauer mehr. Okay, dann einmal gerade warten. Da oben würde ich ja schon ziemlich gerne bauen. Wahrscheinlich ist das aber gar nicht so einfach, dahin zu kommen.
Nee, wie ich es mir gedacht habe. Hier hätte ich eigentlich erhofft, dass man da hochkommt. Aber hier... Ja, jetzt bin ich überlastet, jetzt kann ich mich nicht bewegen. Das ist, liegt daran. Jetzt kann ich mich auch wieder bewegen. Aber da sieht's gut aus, da könnte ich hochkommen. Ja, wunderbar. Ja, hier oben reicht mir aber auch schon. Bin ich ein klein wenig sicherer, aber das ist auch ziemlich uneben hier. Problem ist, hier kommt man gar nicht wirklich gut drauf. Und hier oben sieht auch nicht besser aus. Und hier sind natürlich ein paar Gegner. Schnell einmal die 8. Und die 3. Schauen Sie, ich will nicht da oben runter. Das trifft sich gut. So, jetzt kann ich meine ganzen Sachen mal platzieren. Einmal 8. So, das hier hatte ich ja extra mitgenommen, weil das noch gepasst hatte. So. Wieder 8. Jetzt muss ich aber mal... wow, das bringt nicht gerade viel, aber... wenigstens eine kleine Zeit, was? So, jetzt kann ich auch den Ofen platzieren. So sehe ich auch ein bisschen mehr. Wie war nochmal das Drehen? Ah, genau, scrollen. Der passt doch wunderbar hier. Jetzt fällt mir aber ein, ich habe was vergessen. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, und zwar, ich habe das Eisen vergessen. Aber das macht jetzt auch nicht so viel. Ich kann ja auch einfach zurücklaufen gerade, das ist ja nicht so weit. So, das reicht mir auch schon. Noch ein bisschen Holz. Und natürlich die Äste. Siebzehn fehlen noch. So, und da. Na komm. Dann habe ich hier noch einen. So. Ach, hier kann ich schon rüber. Okay. Warte, da sind noch Äste, die nehme ich noch mit. Habe ich meine 50 voll. So. Fackel mal ausmachen hier im Wasser. Ah, genau. Hier ist die Zwischeninsel. Hier die Halbinsel. Was? Ach, Pflanzenfaser. Okay. Das hat jetzt nicht allzu viel gebracht, aber egal. Hier habe ich wieder die Büsche. Ich hoffe, die gibt es da hinten auch genug. Da sieht man echt nichts, aber die Fackel geht auch jeden Moment aus. Wow. Komm, geh kaputt. Er hat nichts dabei. So. Ich wollte ja... Das Holz kann ich auf jeden Fall mitnehmen. Das Fell wollte ich mitnehmen. Ja, das passt wunderbar. Ich hoffe, das ist nicht so schwer. Das hier esse ich jetzt.
Und das. Ah, verdammt. Egal, das Essen wiegt ja noch ein bisschen was. Aber nicht wirklich viel. So. Die Steine wiegen auf jeden Fall einiges. Ja. Die zeige ich nochmal. Und das passt wieder genau. Das reicht mir so. Warte nicht, dass ich jetzt wieder irgendwas vergesse. Ich fange hier an. Aloe-Blätter. So. Schwierig. Egal. Bleibt jetzt da drin. Dann mal auf zurück. Und natürlich trinken sollte ich. Das sehe ich gerade. Fast am Verdursten gewesen. Ach, habe ich doch mitgenommen. Brauche ich nicht mehr so trinken. Und nicht überlastet, okay. Ah, 99%. Haben die eigentlich auch eine Gewichtsan... Ah ja. Hatte ich ganz vergessen. Reparieren und 5, wenn man schon hier unten ist. Das ist komisch an dieser Stelle, dass er immer diesen Nachlader hatte. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so extrem störend. Ich mache es auch immer so, vor der Aufnahme gehe ich einmal hier runter und springe ins Wasser und dann ist das in der Aufnahme nicht mehr. Weil, wenn ich das Spiel ja neu gestartet habe, dann muss er ja erstmal wieder alles laden. Und daher mache ich das gerade so in einem kleinen Rundgang. So. Wie das unterscheidet sich zum Glück ein bisschen von den anderen Stellen. Oh. Okay. Der wird mich wahrscheinlich nicht so schnell kriegen. Bin ich mal gespannt. Ah, der funktioniert genau gleich. Mehr aufteilen. Nochmal. So, wir wissen ja nicht, wie viel der jetzt braucht. Okay, da kriege ich 4 Barren raus. Das ist nicht allzu viel, aber... Ja. Packe ich alles hier rein. Habe ich extra mitgenommen. Aufteilen. Stein werde ich holen. Oh. Wäre doch allerhöchste Zeit. Doch wieder hier Hotkey machen können. So. Noch ein bisschen. Da haben wir wieder Eisen bekommen, ein bisschen. Ich könnte ja auch so machen, dass ich beim nächsten Mal ich werde den kurz abbauen, dann zeige ich das. Mich noch anstatt auf andere Waffen hierauf konzentrieren werde, wo haben wir es? Genau, hierauf, dass ich dann eine richtige Basis bauen kann. Ja. Dann können wir nämlich das gefarmte Stein, was wir nicht brauchen zu dem Zeitpunkt, für die Basis verwenden. So, da habe ich schon mal 4. Wenn er fertig ist, werde ich das hier mal gerade ausmachen. Und fertig. So. Ich sollte nicht vergessen, Holz zu holen. Ah, der ist doch umgefallen. So, ja, der Ofen steht. Wir haben die neue Basis oder den neuen kleinen Außenposten. Und wir sind am Ende einer Folge. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Würde mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben und Kommentare freuen.
Und natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bis dahin, ciao und bis zum nächsten Mal.